Hallo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu Super Mario Ultimate. Ein richtig cooler Super Mario Bros. 3 Hack. Und nein, ich habe rein gar keine Items. Muss jetzt diesen Level als großer Mario schaffen. Werden wir das schaffen? Ich bezweifle es, zumindest nicht im ersten Versuch. Das kann lange dauern. Ja. Das ist einem unfair, denn gleichzeitig muss ich mich sehr beeilen und muss mich halt im Gegenzug treffen lassen. Das ist halt Trial and Error dann. Und diese Stelle ist einfach furchtbar. Ohne Pilz hätte ich wahrscheinlich gar keine Chance. Da müsste ich das Let's Play wahrscheinlich abbrechen und da Cheatcodes verwenden. Obwohl ich vermutlich noch nicht mal Cheatcodes verwenden könnte, selbst wenn ich es wollte. Weil ich spiele das hier ja ja. Online. Oh Mann. Tja. Stellt euch darauf ein, dass ich wieder so den halben Part damit verbringe, diesen Level hier zu schaffen. Denn ich habe echt keinen Bock, jetzt an jeder Ecke ein Safe State zu verwenden. Das ist unfair. Da ist man gezwungen, sich treffen zu lassen. Also ich glaube kaum, dass man das irgendwie anders hinkriegt. Man muss halt einen Pilz dabei haben. Geh doch sterben, du blödes Scheißding. Ja, toll. Toll! Und weil ich jetzt den Buhu gekillt habe, dass ich im Prinzip zwingend machen muss, komme ich jetzt hier nicht mehr weiter. Erquetscht von dem Scrolling kann ich wahrscheinlich auch. Oh, du Arsch! So. Endlich. Ja. Hier habe ich letztes Mal gefailt. Puh, ich habe nicht gedacht, dass ich das noch hinkriege. Komm, Trump. Fall runter. Ja, jetzt aber nicht so spät, bitte. Gott. Bete sagt, dass der Level zu Ende ist. Gott. Bitte. Level ist noch zu Ende. Ist der Level zu Ende? Ich war kurz davor, ein Safe State zu setzen. Ja, er ist zu Ende. Oh mein Gott. Ich habe endlich diesen furchtbaren Level geschafft. Und ich hatte noch einen Pilz im Inventar. Ich bin aber auch ein Spaß, dass ich den nie eingesetzt habe. Hm? Und jetzt? Komme ich jetzt endlich? Ach so, ich habe hier die Spitzhacke erhalten. Im Original war das ein Hammer. Das ist ja genial. Open a chest and pick an item. Die hätten den Block aber auch gleich entfernen können. Also, da muss man es ja nicht gleich selber machen. Hätten sie ja machen können. Ist der Block ganz weg. Noch gleich drei Toadhäuser, aber wir haben es echt nötig. Hier ein paar Items zu holen. Open a chest and pick an item. So. Naja, das war jetzt nicht die beste Ausbeute. Aber immerhin besser als nichts. Obwohl man hier wohl das schlechteste... Oh nein, das ist so ein Level. Oh Gott. Nein! Oh, ich habe ganz vergessen, dass ich so ein Minigumba an mir kleben hatte. Der ist verdammt nervig. Ist das immer dieser Level? Ich glaube schon. Komm. Das sind echt teilweise die schlimmsten Gegner. Und diese Blöcke hier verschwinden sogar. Es gab ja welche, die verschwanden nur für einen ganz kurzen Augenblick, aber die verschwinden schon knapp 2 Sekunden. Aber ich mag das. Man muss es sich halt merken können. Das ist auch etwas Innovatives. Und auch diese Stacheln hier und diese Blöcke, beides gab es nicht im Original. Also das ist auf jeden Fall besser als Blue Mario Bros. Und Mario und Samus Noodle Day zusammen. Und auch keine Grafikfehler. Rein... Ups. Ich habe gerechnet, dass da jetzt auch dieser Block ist.
Ah, Gott. Ja. Es war ein witziger Fail. Ich glaube, ich muss das gar nicht machen, aber ich mache das jetzt. Durch den Pilz verwenden. Hab mich eigentlich nicht treffen lassen. So, ist auch lange Zeit gar nicht da. Ja, jetzt habe ich das nicht bekommen, aber. Oh! Das ist auf jeden Fall von Vorteil, den zu killen. Dann schießt er hier noch die Minigumbas. Und er kann durch die Wände, wie immer er das macht. Okay, den muss man wirklich am Anfang killen. Warum habe ich jetzt eigentlich den Pilz im Inventar? Ist das immer der Fall, wenn ich sterbe oder so? Eigentlich ja nicht, aber irgendwie schon. Na, dann setze ich das eben ein. Er hat mich fast damit getroffen. Jetzt ist er ein normaler, dummer Gumba. Obwohl er in dieser Flugform auch nicht wirklich intelligent ist. Ja, hätte ich von unten dran springen können, dann wäre das vielleicht ja ein bisschen erfolgreicher gewesen. So. Ja, das ist aber auch. Das ist nicht unfair, dass da beim nächsten keine Blöcke sind. Denn man soll sich ja auch nicht zu sehr dran gewöhnen. Haben die eigentlich alles richtig gemacht? Eine kleine fiese Falle kann man schon mal einbauen. Aber ich frage mich, wie soll man das hinkriegen, ohne sich treffen zu lassen? Warum ist der Cooper eigentlich dorthin gegangen, wo ich nicht hin konnte? Naja, war vermutlich ein Glitch. Denn so unfair, dass die jetzt schon. Hä? Lol, mich hat eine Piranha-Pflanze gefressen und trotzdem startet der Level ganz normal. Wäre witzig, wenn ich den jetzt danach auch noch machen muss. So. Hä? Dann eben der. Hä? War doch irgendein Block mit dem Pilz. Okay, hier. Pilzi, 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 Pilzi. Ja. Und ich habe wieder einen Pilz im Inventar. Ich glaube, das passiert wirklich jedes Mal, wenn man stirbt. Aber irgendwie ist das nur in dieser Welt der Fall. Na gut, ich kann vielleicht hier warten, so kriege ich das ein bisschen frustfreier hin. Sollte aber erstmal der Cooper hier verschwinden. Gut. Oh nein. Nein. Aber ich hätte den Pilz einsetzen können. Ich merke mir das halt einfach nie. Warum bin ich zu blöd, einfach nicht mal alles richtig zu machen? Ich denke mir jedes Mal, wenn ich einen Part beginne, ja, jetzt mache ich halt alles richtig und ich werde mich jetzt zusammenreißen und alles im First Try hinkriegen, egal was passiert, aber nö. Das ist nicht der Fall. Ah, jetzt kriege ich aber den Tanuki. Der aus einem Fe Aus seinen Fehlern lernt man auch. Ich frage mich, sollte man das irgendwie so machen, dass man es auf dem NES spielt? Also kann man sicher irgendwie auf eine Cartridge brennen? Hätte das dann auch eine Speicherfunktion? Oder wenn ich das jetzt auf dem Offline-Emulator spiele? Ah, komm, verschwinde. Ja, das sollte jetzt auch nicht passieren. Das ist ja eingeklemmt. Oh. Okay. Nein. Das kam unerwartet. So. Ah. Nettes Secret. Obwohl es eigentlich auch nur ein kleines Secret war, halt, um hier weiterzukommen. Open Chest und pick an item. Wieder die goldene Mitte. Die goldene Mitte ist meistens das Beste. Ich habe aber doch nie die letzte Truhe genommen. Dann nehme ich die eben nächstes Mal. Ja, das ist so cool. Ah, das wiederum nicht. So. Oh, ich muss mich hier, glaube ich, beeilen. Solche Level gibt es auch in New Super Luigi U. Aber das ist auch. Alter, wie oft. Also, das war jetzt nicht meine Schuld.
Wenn der mich so 10.000 Mal paralysiert, ich habe tatsächlich jetzt wieder ein Item. Jedes Mal, wenn man stirbt und dann den Level neu startet, immer dann hat man ein Item. So, jetzt kriege ich das aber auch hin. Ich war mal wieder zu schnell, aber der Level ist halt darauf ausgelegt, schnell zu sein. Komm, nimm den Pilz und dann eben nicht. Hallo! Aber immerhin habe ich immer einen Pilz zum Start. Aber wenn das wirklich immer der Fall ist, dass mir eigentlich so noch gar nicht aufgefallen ist, warum startet man nicht direkt als großer Mario, sondern hat den Pilz im Inventar? Na toll, ich habe mich jetzt zwar auf den Block gerettet, aber safe bin ich hier quasi auch nicht. Ich hasse diesen Level. Dann nehme ich halt hier den Tanuki. Ja, ein P-Wing wäre vielleicht auch nicht schlecht hier. Den P-Wing wäre exzellent. Ich bin so blöd. Ich bin saublöd. Ja. Ach, das bewegt sich. Kann ich das riechen oder was? Fuck, 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 fuck. Nein. Dumme Physik. Was? Ach so, ach so, ach so, ach so. Ah, piep, 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 Switch. Oh Gott. Aber immerhin ist es nicht so streng bemessen jetzt. Man muss sich halt einigermaßen gut anstellen. Ja, jetzt falle ich aber nicht auf den Trick rein. Ich bin ja jetzt quasi in derselben Area wie letztes Mal. Und es ist auch dieselbe Röhre. Ich hätte das jetzt ehrlich gesagt ein bisschen umprogrammiert, dass ich halt in eine andere Röhre gehen muss. Es gibt ja so, ich glaube, 4 Röhren. Waren das 4 Röhren? Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, es waren 4 Röhren. Hier muss ich hier die Röhre irgendwie, muss ich die Blöcke entfernen. Eigentlich kann es ja nicht sein, denn das würde mir ja dann im Prinzip auch nichts bringen. Alles klar, ich kann hier nicht weiter. Aber gut, vielleicht muss ich ja erst hier hin und stelle dann irgendwie die Blasen aus. Könnte ja sein. Alles kann mit einer innovativen Idee zusammenhängen. Ja, aber oft gibt es so etwas ja nicht in Mario-Leveln Rätsel. Dann mehr in Mario-RPGs. Aber in klassisch... Oh, oh nein. Der Gegner rastet einfach völlig aus und ist völlig overpowered. Und er ist ja in diesem Block dort drin. Wieder 0 Ups. Ist an sich zwar nicht schlimm, aber ja, da muss ich den Weg wieder dorthin laufen. Und auf dem Weg kann ich halt die Piranha-Pflanze fressen. Kennt man ja aus diesem Let's Play. Ist schon richtig oft passiert. Und das ist auch quasi glücksbasiert, ob man von der Piranha-Pflanze jetzt gefressen wird oder nicht. Aber immerhin ist dann der Level an sich nicht glücksbasiert. Es ist quasi nur halb glücksbasiert. Ja. Aber wenn man Skill hat, ja, dann gar nicht im Prinzip. Junge! Da ist er runtergefallen. Ja, geschieht ihm recht. Hoffentlich ist er dort ertrunken. Diese komische Pflanze. So. Alles klar, diese Area ist jetzt ein bisschen unnötig, denn das Einzige, was ich hier machen muss, ist hochschwimmen und... Ach, Moment, ist das jetzt eine Parallelwelt, wo es keine Blasen gibt? Doch. Was ist jetzt anders, bitte? Ach, sind hier mehr von diesen Teilen? Kann ich jetzt die Blöcke hier entfernen? Vielleicht komme ich ja jetzt doch woanders hin. Und Moment. Jetzt kein Item hier. Nehme ich mal so einen Block mit. Kann ich tatsächlich mitnehmen? Oh. Irgendwie war die Kamera gerade ein bisschen verbuggt. So. Oh, ein Froschanzug. Hä? Seit wann springt der so? Aber den kriege ich jetzt. Ja, unter Wasser sind nur Blöcke ziemlich nervig. Oh, ich dachte, der ist jetzt quasi offscreen. Wieder die gute Froschsteuerung. Ich weiß gar nicht, mache ich das jetzt mit S oder mit
Also ich spiele das ja hier online. Man kann es ja nur online spielen. Weiß gar nicht, ob das verkauft wurde. Ganz am Anfang stand, glaube ich, auch, dass es nicht zum Verkaufen da ist. Und von daher denke ich auch, dass man es nicht auf dem NES spielen kann. Sei denn, man brennt es irgendwie auf eine Cartridge. Aber ganz ehrlich, warum sollte man das tun? Was hat man davon? Kann man auf dem PC ja eh viel besser spielen, in besserer Qualität und mit ja, der super Tastatursteuerung. Also ich glaube jetzt nicht, dass der NES-Controller besser ist als eine Tastatur. Tastatur ist so ziemlich der beste Controller, wie ich finde. Kann natürlich jeder eine eigene Meinung haben. Aber ja. Ja. Hätte ich mir auch einen Froschanzug nehmen können und total cheaten. Hätte ich den einen Bereich quasi überspringen können. Aber ich frage mich, wo geht's jetzt eigentlich lang? Es ist ja schön gut, dass ich jetzt hier, dass ich hier jetzt weitergekommen bin. Aber an sich geht der Level jetzt weiter. Ich habe doch eigentlich schon alles so ziemlich erkundet. Jetzt habe ich Zeitdruck. Ja. In Donkey Kong hat man keinen Zeitdruck. Ja, ich gucke auch zurzeit richtig viele Donkey Kong Let's Plays. Am Anfang mochte ich Donkey Kong rein gar nicht, aber jetzt finde ich es auch ziemlich episch. Keine Ahnung, warum ich Donkey Kong früher nicht mochte. Es kam mir einfach alles ein bisschen strange vor. Ja, auch Donkey Kong 1 spiele ich zurzeit und es macht richtig Spaß. Aber ja, es ist auch ziemlich schwierig. Und es gibt davon eh schon Let's Plays. Also der einzige Grund, da noch ein Let's Play zu machen, ist vielleicht, dass es ein bisschen bessere Grafik hat als die alten Donkey Kong Let's Plays. So, neue Donkey Kong Let's Plays gibt es wahrscheinlich auch, denke ich, und von daher ist es dann unnötig. Warum gehe ich eigentlich nie in die untere Röhre? Na, wie er direkt wieder zurückgeht. Geht's hier etwa weiter? Hä, und was soll ich dann tun? Was zur Hölle? Ich habe doch alles erkundet. Also in einem Mario-Spiel gibt es ja eh nicht so viel zu erkunden, aber... Hat das irgendwas mit dem P-Switch zu tun? Ah, ja. Ach, das ist ein cooles Sieg. Oh. Ich muss da, glaube ich, unten links jetzt lang. Am Anfang denkt man, das ist nur dafür da, dass die Pflanze weg ist. Aber nein, da muss man selber hin. Gut, ich habe mich jetzt wirklich ein bisschen dumm angestellt. Das war mein Fehler. Okay, in der Röhre kann man die Items nicht nehmen. Aber gut, bringt mir auch da nichts. Selten direkt vor der Röhre ist ein Gegner. Dann kann ich ja direkt hier hin, ohne den Froschanzug. Da steuert man sich an Land eh richtig schlecht. Ist eigentlich nur für Unterwasserlevel geeignet, die komplett unter Wasser sind. Hä? Warum habe ich mich gerade da reingebackt? Oh, da muss ich aber alle Münzen wegnehmen, sonst habe ich den Level verkackt. Aber das ist mal wieder ein cooles Secret. Kann ich das auch anhalten? Wollte es nur testen. Ich wollte gerade nachprüfen, ob die Musik wieder komplett von vorne anfängt oder ob sie weiterläuft. Und sie läuft weiter. War nur ein kleiner Test. Oh nein, ich hasse diesen Gegner. Was? Der kann nach oben schießen? Okay. Continue. Ah Gott. Ich will jetzt aber mehr als die beiden Level in diesem Part geschafft haben. Ah, ich muss mich beeilen. Der letzte Part ist schon wieder viel zu lang geworden. Der letzte Part war über eine halbe Stunde, glaube ich. So. Ja, dann nehme ich da einfach hier den Pilz in die Röhre. Konnte ich nicht. Hey, ich bin so dumm. Nein, geh da hoch. Ich vergesse immer,
Also ich das hier mit den Blöcken entfernen kann. So, bam. Und noch einmal. Bam. Ja. Mach das jetzt wirklich nur wegen dem Froschanzug. Und beinahe hätte ich es verkackt. Ich glaube, ich hätte den Froschanzug dann nicht mehr bekommen. Ich glaube, man kann sogar ein bisschen höher. Also ich bin echt ein Volltrottel. Ich bin so ein Trottel. Ja, moin, was ist denn heute los hier? Hat sich das ja rein gar nicht gelohnt. Ganz im Gegenteil. Aber also verschlechtert hat es mich jetzt nicht, aber ich habe halt Zeit verloren. Ich habe jetzt nicht so einen argen Zeitdruck, aber ja. Ich hätte mich auch einfach besser anstellen können. Ist da halt wieder dieses Viech. Moment, kann ich jetzt hier... Oh, er hat mich fast mit dem Feuerball getroffen. Irgendwie war das gerade ein lustiger Moment. Kann ich mich hier irgendwie reinschieben? Och nö, ich will mich hier reinschieben irgendwie. Warum nehme ich eigentlich nicht diese Blöcke, um den zu killen? Und ich kann mir auch ganz einfach hier ein Item holen. Da. Wie kann man eigentlich nur so dumm sein, um das zu übersehen? Ich habe jetzt im Prinzip gleich zwei Items bekommen. Den Tanuki und im Inventar sogar noch den Pilz. Deshalb ist es so wertvoll. Ich dachte, man bräuchte dafür jetzt den Froschanzug, aber nein. Dieser Super Mario Bros. 3 Hack. Mit diesem Super Mario Bros. 3 Hack ist es nicht so. Dieser Super Mario Bros. 3 Hack ist durchdachter und viel besser und fairer und könnte sogar einige offizielle Nintendo-Spiele übertreffen, oder was meint ihr? Kann ich den Block ja als Schutzschild nehmen, oder? So, wieder dasselbe. Ja. Oh, da ist noch ein Castle im Weg. Habe ich gar nicht gesehen, weil ich so schnell hier durchgerusht bin. Dann nehme ich mal direkt den Pilz. Ich glaube, das habe ich nie gecheckt. Ja, was sollte ich da jetzt bitte tun? Oh Gott. Die laufen ja den Schienen lang. Direkt den. Hä? Ich hab doch gedrückt. So, jetzt volle Konzentration. Ah, ja, gut. Das war auch mein Fehler. Okay. Da bin ich noch glimpflich davon gekommen. Mit einem Pilz. Okay. Hier was? Nö. Eigentlich nichts. Ist mir jetzt irgendwas gebracht? Nö, ich habe nur Zeit verloren dadurch jetzt. Es war so ziemlich unnötig. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, warum das ist. Jetzt sind das solche hellblauen Blätter, so mit weiß gemischt. Das sieht aus, als wäre das vereist. Ich betone es auch gerne nochmal, für NES-Verhältnisse sieht das hier echt gut aus. Also der Koopa, der sieht jetzt nicht so episch aus, aber ja, einige Dinge, besonders die Overworld, sehen schon richtig episch aus. Ach so. Na, das hätte das natürlich einfacher gemacht. Aber da kann ich ja auch hier... Okay, nein, die sind zu schnell. Ich glaube, ich bin jetzt auf den P-Switch angewiesen.
Zumindest wenn ich keinen Pilz habe. Wenn ich einen Pilz hätte, könnte ich ja durchrushen. So, jetzt hier beeilen. Der ist auch viel zu langsam. Der sollte schneller sein. Nein! Oh, alles richtig, bis auf das eine. Das ist echt jetzt ärgerlich. So, voll runter. Das hat man auch cool gemacht. Das ist ein cooles kleines Gimmick mit dem Käfer hier. So. Und Beilung. Nein. Ich habe völlig verkackt. Okay. Ja, man hatte aber noch genug Zeit. Es ist es. Oh, ich dachte, das fliegt jetzt noch ein bisschen weiter, aber stattdessen fällt das einfach instant runter. Das hätte ich ein bisschen anders programmiert. Und hier ist Bowser Jr. Anders gesagt, Bumbo mit Bowser Jr. Sprites, wie ich schon oft erwähnt habe. Aber warum nicht? Aber ich finde es schade, dass es keinen komplett neuen Boss gibt. Ja, diesen Level hier machen wir im nächsten Part. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch, dann ein Abo freuen. Bis dann und ciao, euer Jono.